Private Cloud, Austrian Style. Es gibt immer mehr Cloud-Anbieter. Ja? Egal ob Amazon, Azure, Google, Oracle, Dutzende andere. Und die haben alle gewisse Rahmenbedingungen gleich. Und diese Rahmenbedingungen sind vielleicht für gewisse Sachen okay, aber nicht zwingenderweise für Produktionsdatenbanken. Oder zumindest für die, die wirklich hohe Anforderungen an Verfügbarkeit brauchen. Wir werden uns anschauen, was sind die Herausforderungen von Public Clouds. Was sind die Probleme, die man hat, die einem kein Cloud-Provider im Vorfeld erzählt. Weil wenn ihr es tun würdet, das wahrscheinlich keiner hingehen. Das heißt, wir werden da so ein paar Beispiele bringen, ja, was Administration betrifft, Patching, Performance und Oracle-Lizenzkosten, ja, und allgemein das Thema Kosten. Da gibt es einige Sachen, die man wissen sollte. Man kann den Schritt immer noch gehen, aber man sollte sich vorher ein paar Sachen bewusst sein. Ja, wir haben das ein bisschen aufgeteilt auf den Weg in die Cloud. Dann sind wir in der Cloud, was tun wir dort? Der Weg zurück und dann last but not least, was kostet das Ganze? Ja, was hat das jetzt gekostet aus den Nerven? Der Weg in die Cloud. Ja, jetzt haben wir on-premise unsere Environment, unsere Datenbanken, was auch immer, wir wollen in die Cloud. Wie können wir da vorgehen? Das hängt jetzt auch sehr stark vom Cloud-Anbieter ab. Warum? Naja, manche Cloud-Anbieter bieten Sachen an, die andere nicht kennen und manche sind da sehr einschränkend. Ja, zum Beispiel, was bei allen Cloud-Anbietern geht, ist, wenn man eigene VM hat, die kann man rüberschieben und einfach Plattform als Service nutzen. Ja, das geht immer. Geht auch bei Oracle inzwischen, lange Zeit bei Oracle nicht gegangen. Ich kann aber bei manchen Anbietern, nicht bei allen, hergehen und sagen, ich möchte dort mir meine Oracle-Datenbank eben als Datenbank provisionieren. Und da geht es ja oft nur entweder mit Export-Import beziehungsweise mit Daten via Database Link kopieren. Andere Möglichkeiten habe ich dort sehr oft nicht. Warum? Ich habe keine Command-Line-Möglichkeit. Das heißt, Sachen wie DataGuard aufsetzen, wo ich Listener-Einträge machen muss, geht nicht. Ja? Das heißt, gewisse Wege sind mir einfach nicht möglich. Gilt dann auch für den Weg zurück. Ne? Bei Oracle kann ich was Nettes machen, da kann ich im laufenden Betrieb Plugable-Datenbanken in die Cloud migrieren. Offiziell mit keiner Unterbrechung, aber beim Cut-Over fliegen alle Sessions raus. Und wenn man die Application Continuity vollkommen korrekt eingerichtet hat, fliegt alles raus und man hat natürlich eine Tante. Wie schaut es aus mit der Administration? Ja, das ist ja das Argument dieser ganzen Cloud-Anbieter. Ihr habt keine Administration mehr. Na wirklich? Ist das so? Ja, ihr braucht keine DBAs mehr. Nur, wer legt in der Datenbank die Benutzer an? Wer macht die Berechtigung in der Datenbank? Der Cloud-Anbieter? Ich muss eine Applikation deployen. Der Cloud-Anbieter? Das heißt, viele der Administrationstasks, die der DBA so tut, die bleiben gleich. Noch viel schlimmer, ich habe nicht mehr die Tools, die ich habe. Ja? Das heißt, ich habe manches Mal mehr Arbeit dadurch, dass die einfachen Sachen, wie kopieren wir Skript an Server, rufe das Skript an Server aus, das geht nicht, weil ich komme nicht an Server. Ja? Und nicht immer geht Client-Server so problemlos alles. Backup. Ja? Ja, muss konfiguriert werden, weil wenn man sich die Datenbank zugebucht, hat man nicht zwangsweise automatisch gleich Backup. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, ich muss es auch kontrollieren. Wenn das Backup aus irgendeinem Grund fehlschlägt oder nicht eingerichtet ist, nutzt der Cloud-Anbieter ab. Your task. Your fault. Your problem. Ja? Jegliche Administration innerhalb der Datenbank muss der DBA machen. Das heißt, die Hoffnung, die da so manche Firmenchefs oder Abteilungsleiter haben, ich werde mein DBA los. Ja, probier's. Ja, da geht vielleicht in Pension, aber die Cloud ist nicht die Lösung dafür. Ja? Das heißt, alles, was innerhalb der Datenbank zu administrieren ist, muss ich auch weiterhin tun. Das macht mir der Cloud-Anbieter nicht. Administration der Cloud-Instanzen selber. Ja? Ja, man kann das über bunte Klicksi-Klicksi provisionieren und rauf und runter fahren. Das kann man auch irgendjemandem erlauben, ja? Wenn man vertraut, dass der nicht, so wie es von Windows gewohnt ist, es funktioniert was nicht, was machen wir als allererstes? Weil das Daten als Windows, wenn es mit Oracle klar macht, ist es nicht der richtige Weg, sagen wir es gleich.
Das Problem ist, ich teile mir sehr oft, zum Beispiel bei Oracle, meine Datenbank in einer CDB, also mein Plugin in einer CDB, mit anderen. Und da gibt es etwas, das heißt Noisy Neighbors. Wenn der in der PDB daneben viel macht, ja, dann zieht der Ressourcen an sich. Das heißt, der kriegt mehr Ressourcen, die ich halt dann nicht habe, weil ich weniger tue. Was für ein Cloud-Anbieter einen Sinn macht, weil dem geht es um Gesamtressourcen optimal ausnutzen. Aber mir ist wichtig, dass mein Query schnell rennt, nicht die von einer anderen Firma, die ich nicht einmal kenne. Ja? Es geht nichts um eine Service-Request. Ja? Wie schnell die bearbeitet werden, ja, hängt vom Anbieter und von, weiß nicht, Horoskop ab oder irgend sowas. Ja? Mondphasen. Batch oder Upgrades. Ja? Je nach Anbieter hat man mehr oder weniger Kontrolle drüber. Ja? Was bei allen mehr oder weniger gleich ist, die Service anbieten, ist, es gibt nur die CPUs. Critical Patch Updates. One-off-Patches gibt es nicht. Ja? Bei manchen, zum Beispiel bei Amazon, muss man sich selber darum kümmern, wann man den CPU einspielt. Das ist ein Psi in der Hand. Ja? Das ist mein Fall, da spiele ich auch mal wie. Das Problem ist, wir haben uns das angeschaut, allerdings, Unterlagen sind schon ein paar Tage alt, vor 2-3 Jahren. Damals war es so, dass sie 2 CPUs hinten waren. Ja, das ist in der Auswahlliste, welcher CPU einspielbar ist, war halt der, der 6 Monate alt ist, drinnen. Vielleicht ist es inzwischen besser, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt aktuell nicht nachgeschaut, aber es kann halt dauern, bis der ausgerollt ist. Ja? Und ich kann dann genau den CPU einspielen. Punkt. Ja? Bei Oracle habe ich gar keine Kontrolle. Ja? Die machen die Patches und Updates, wann immer sie wollen. Ja? Das heißt, da kriege ich irgendwann eine Mail, es wird an dem Tag im Zeitraum von bis ein Upgrade passieren. Sogar Zeitraum von bis? Ja, zwischen, also bei Datenbanken ist es glaube ich aktuell eine Stunde oder eineinhalb. In dem Zeitraum passiert das Upgrade. Ja? Ja, okay, je nachdem, was ich gebucht habe bei Oracle. Es gibt ja die Versionen, wo ich automatisch DataGuard mit dabei habe. Ja? Dann machen sie einen Switch over von DataGuard. Ja, ist voll okay. Was ist meine Applikation, die sind überlebt? Ja, und schon habe ich wieder eine nicht gewollte Downtime. Wie ist dann der Weg zurück? Ja, wir haben Kunden in beide Richtungen begleitet. Ja, der Weg zurück ist auf steinig, hängt ja bloß vom Anbieter ab. Warum? Ja, bei Oracle geht es sogar relativ leicht. Ich kann die PDP einfach wieder zurückschieben. Wenn es VM ist, kann ich meine VM wieder zurückholen. Das geht bei allen Anbietern einigermaßen leicht. Bei Oracle sogar teilweise ohne nennenswerte Downtime. Aber bei anderen Anbietern, ja, magst du Export? Kopierst du Export nach Hause? Magst du neue Datenbank? Magst du Import? Das dauert wie lang bei einer X-Terabyte Datenbank? Irgendwann aber zählt Darling, 6 Terabyte ist eine Datenbank, mit der sie in die Cloud gewollt. Nur wird der Export-Import schon ein paar Minuten rennen. Ne? Das Schlimme dabei ist, dass alle Anbieter irgendeinen Tarif haben für Netzwerktraffic. Also eine gewisse Menge ist inkludiert und wenn du die überschreitest, zahlst du. Bei Oracle ist mehr inkludiert als bei Amazon zum Beispiel. Ja. Und bei Amazon ist das Interessante, ja. Der Weg rein ist viel gratis, der Weg raus ist sau teuer. Ja, weil da wollen wir am Schluss noch mal was mitnehmen. Ja, Zusammenfassung. Die Hoffnung, ich gehe in die Cloud und ich brauche kein DBA mehr, die könnt ihr vergessen. Ja, wenn immer euer Chef sagt, ich brauche dann kein DBAs mehr, dann gratuliert ihm, sucht euch einen anderen Job, es gibt für DBAs genug Nachfrage. Und er wird schon merken, dass es nicht so geht. Ja? Noch viel schlimmer, ihr müsst alles über Service Requests machen. Alles, was für euch vorher eine Arbeit von 3 Minuten war, selber, das geht jetzt auf einmal vielleicht nicht mehr. Ja? Ja, Service Request aufmachen, agieren, eskalieren, diskutieren, den 5 erklären, was man will, 3 machen sie es falsch, irgendwann wird schon funktionieren. Ja? Läuft bei einem Oracle-Bug, kein Anbieter hat One-Off-Patches. Warte, bis ein CPU drin ist. Kann man bei Oracle sagen, bitte, ich möchte ein Merge-Patch in den nächsten CPU. Da kommt dann halt 6 Monate, 9 Monate, 2 Jahre. Ja. Patching und Updates können immer wieder mal zu Problemen kommen, führen. Wir haben schon öfter mal ein Downgrade gemacht auf einen Patch zurück. Ja. Das geht on-premise problemlos. Ja. Machst ein Rollback vom Patch, Data-Patch minus Verbos, rammt es wieder raus. Ja. Dauert weniger lang wie das Update. In der Cloud zurückgehen, das gibt es nicht.
Du hast jetzt die Version, leb damit. Was auch immer das für dich bedeutet. Was ist, wenn ich einen Applikationshersteller habe, der sagt, ich möchte jetzt aus irgendeinem Grund noch 11.203 nicht lochen. Können wir? Dann werdet ihr in der Cloud ein Problem haben, weil die Cloud-Anbieter haben die Version sicher nicht mehr. Gut. Wie schaut das Ganze aus mit der Kohle, Leistung und Performance? Cloud-Anbieter nutzen Server mit möglichst viel Cores. Die haben dann eine deutlich niedrige Taktrate, sein müsste, so 2 GHz, 2 GHz in der Gegend. Wir haben jetzt getestet, Oktober 2019, zugegebenermaßen schon ein bisschen älter. Es gibt inzwischen eine neuere Exadata-Version, die unterscheidet sich hinter Komma. Also es steht vorne auch noch immer eine 7. Da rennt unser Single-Thread-Performance-Test 7 Sekunden. Ja? Wenn du bei uns auf der Homepage nachschaust, die URL steht im Ding drinnen, es gibt CPUs, da rennt derselbe Test 1, Sekunden. Typische CPUs, ja? So was man so typischerweise aktuell in Server verbaut mit 3,6 GHz und so weiter, rennt er 2 bis 3 Sekunden. Das heißt was? Dass ich in Cloud, egal welcher Anbieter, bei einem CPU-Card, den ich zahle, nur weniger als die Hälfte der Leistung kriege, die ich on-premise haben kann. Okay, andersrum, ich brauche eine gewisse CPU-Rechenleistung. Was muss ich daher machen? Doppelt so viel Cores buchen. Oder die nächste höhere Stufe. Ja, aber mehr Cores, ne? Ja, mehr Cores. Was bedeutet das natürlich? Mehr Cores, mehr Oracle-Lizenzkosten. Ja? Das heißt, Single-Thread-Verarbeitung ist in der Cloud immer langsamer. Ja, gewinnen wir jeden Benchmark. Sucht euch einen Cloud-Anbieter aus, wir spielen den mit unseren Desktop-PCs in der Firma weg. Ganz locker. Es kommt darauf an, wo du hingehst. Bei Oracle ist das Lizenzmodell ein anderes. Wenn du zu einem anderen Anbieter gehst, ist dasselbe wie on-premise. Ist es noch viel schlimmer, weil Oracle ist nämlich gemeint, so Mitbewerb. Bei Oracle ist es so, dass man, wenn man zu Oracle Cloud geht, natürlich den CPU-Faktor von 0,5 hat. Eh klar. Bei allen anderen Cloud-Anbietern nicht. Das heißt, ich habe jetzt keinen CPU-Faktor mehr bei Intel-CPUs und ich brauche, weil die Cores so langsam sind, doppelt so viel Cores. Das heißt, wenn du es richtig rechnest, kommst du auf 2- bis 4-fache. Wir haben das mit einem ausländischen Unternehmer mal durchgerechnet, durchgespielt, weil das Management wollte unbedingt alle Datenbanken in die Cloud loswerden und haben das durchgespielt und gesagt, allein die Hostingkosten ohne irgendwas, ja, ist ungefähr 4-mal so hoch wie das Budget, was sie jetzt haben. Das hat das Management nicht geglaubt. Wir mussten dann, also der Kunde musste, eine vom Management ausgewählte große Datenbank, das war Data Warehouse, in die Cloud kopieren. Mit den gleichen Einstellungen, die sie halt auch on-premise hätten, also gleiche Anzahl von Dingen. Und siehe da, die Reports haben 2 bis 3 bis 4 Mal so lang gedauert. Ja, dann war, nein, das muss behoben werden. Okay, buchen sie halt mehr Cores dazu. Die Reports haben immer noch länger gedauert, weil Single-Thread-Performance ist Single-Thread-Performance. Aber die Kosten sind nach oben. Und schon war das Thema Datenbank in die Cloud migrieren weg. Nein, sie haben nur Testmigration gemacht. Und es war Amazon. Es war AWS Cloud, ja. Also, anderes Thema ist, das Pricing der Cloud-Anbieter ist komplex. Man will in die Cloud, weil es einfacher ist. Nur, du hast dann bestimmte Konstellationen aus, wenn du diese Maschine kaufst, hast du so viel Cores und so viel Memory. Was, du brauchst mehr Memory für die Applikation, dann kauft die Maschine, die genug Memory hat. Die hat da jetzt zu viel Cores, dein Problem. Du kannst hier nicht das wählen, was du brauchst, sondern die haben einfach fixe Pakete, so groß ist es, such dir dein Paket aus. Und ich kann mit Ausnahme von Oracle auch bei keinem Anbieter online das Paket wechseln. Ja, wir haben zum Beispiel Kunden, die haben eine Datenbank, das ist für die Überstundenabrechnung. Da wird während des Monats hin und wieder was eingespült, also da passiert fast nichts. Aber am Monatsende geben alle ihre, ich glaube Excel sind, Excel-Slop, die werden dann automatisiert geladen, großes Unternehmen, und dann werden sie analysiert und die Überstunden ausgerechnet und so weiter. Die Datenbank rennt 3 Tage auf 12 Cores, voll, auf Anschlag. Während des restlichen Monats brauchen sie 1 Core.
mach das einmal in einer Cloud. Ja? Entweder drast ab und auf, also sprich, wechselst zwischen den Modellen hin und her wie verrückt. Ja? Bei Oracle hast du auch nur einen Faktor 2. Das heißt, bei Oracle, wenn du sagst, ich buche 2 Cores, die erst bis 4 nutzen, dann regelst du die ab, aber das musst du halt draufzahlen. Ja? Aber deswegen ist es fair. Also wenn ich es ein bisschen mehr brauche, dann muss ich nicht gleich viel mehr draufzahlen, sondern nur die Rechenleistung. Ja? Undurchsichtig. Ja? Transferkosten. Ja? Da war lange Zeit AWS berüchtigt. Ja? Die freie Menge war minimalistisch. Ja? Sobald du Daten rausholen wolltest, war es schon wieder sauteuer. Inflexibel. Ja? Eben, man kann im Betrieb nicht einfach was ändern. Der einzige, was geht, ist Oracle. Da kann man bis zum Faktor 2 mehr Cores bzw. bis zum Faktor 2 mehr Memory online dazu buchen und wieder wegnehmen, sie online nutzen und dann halt mehr zahlen. Ja, und nicht vorhersagbar. Wenn eine Applikation auszuckt und auf einmal ein Kreuzprodukt macht von einer Query, die Milliarden von Records durchs Ding schleift und Milliarden von EOs macht, die Cloud-Anbieter lassen sich ja auszahlen. Ja? Eine falsche Werklaus, das Query rennt 48 Stunden und kostet ein paar tausend Euro. Ist okay, wenn du das willst. Ja, was kostet jetzt die Cloud? Also Mitarbeiter spare ich mir nicht. Die Lizenzkosten von Oracle sind, mit Ausnahme der Oracle Cloud, da gibt es andere Lizenzkosten, die sind wahrscheinlich höher. Ja? Was sagen andere? Nicht nur wir, also DB Masters, ja, weiß das schon. Umfrage von Flexera, wie heißt es? Ja? Die Cloud-Kosten sind durchschnittlich 13% höher als erwartet. Und für 29% der höheren Kosten ist man selber schuld. Weil irgendwas falsch konfiguriert ist, irgendein Query auszuckt ist, irgendwas nicht passt hat. Ja? Die Cloud-Anbieter putzen sie ab. Das heißt, ein Drittel der Kosten sind meistens irgendwie selbstschuldete Zusatzkosten. Weil man halt irgendwas nicht so gemacht hat, wie es der Cloud-Anbieter gern hätte. Oder wie es abrechnet. So, was ist jetzt anders? Was ist die Private Cloud Austrian Style? Was verstehen wir darunter? Fangen wir damit an. Wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen. Nicht mit einem, sondern mit mehreren, aus verschiedensten Gründen. Auch wenn wir eben mehr Kundschaften haben, die auf verschiedenen Cloud-Anbietern sind. Die Daten befinden sich teilweise beim Kunden im Rechenzentrum, teilweise eben bei einem Cloud-Anbieter. Monitoring der Systeme und so weiter übernimmt der Cloud-Anbieter. Ja, also irgendwas ausfallen, ist der Cloud-Anbieter verantwortlich für Hardware, CPU, was auch immer. Wenn es um Datenbank geht, das Monitoring macht der Cloud-Anbieter mit, wird aber an uns weitergeroutet. Das heißt, wenn in der Datenbank irgendwas drin ist, haben wir Überwachungsskripts, die werden sofort an uns weitergemeldet und wir kümmern uns darum. Die Server werden mit uns gemeinsam designt. Das heißt, wir gehen her und schauen, was braucht sie wirklich, welche Lizenzen habt ihr wirklich, ja, wie wird es ausschauen in den nächsten 2-3 Jahren. Und es werden zumindest das Server-Sizing so gemacht, dass das lizenzkostentechnisch effektiv ist und b, ausreichend Ressourcen auch für Wachstum da ist. Die Migration erfolgt durch unsere Mitarbeiter. Das heißt, ihr habt damit keine Arbeit. Ihr sagt nur, die Datenbank an den Datum testen migrieren, an den Datum produktiv migrieren. Ja, je nachdem wie groß und so weiter, gibt es dann nicht Abstimmungen, wie lange das dauern wird. Ich habe somit keine Arbeit. Wir kümmern uns dabei auch um Lizenzchecks. Das heißt, beim Zug der Übernahme prüfen wir im Vorfeld, welche Lizenzen habt ihr denn bis jetzt genutzt? Ist das das, was ihr lizenziert habt? Und falls da irgendwas nicht passen sollte, müssen wir halt Export-Import migrieren, aber dann seid ihr lizenzrichtig und bleibt es auch. Instance Datenbank-Tuning passiert mit. Ja, vielleicht nicht optimal, weil wir vom Ist-System ausgehen auf ein anderes System, aber zumindest deutlich besser als auf dem Ist-System. Datenbank-Security wird in den Zuge im Normalvergleich verbessert. Wie war die Frage am Vormittag? Wer hat SQL-Net-Verschlüsselung? Dann habt ihr es. Ja, das sind so Sachen, die wir immer implementieren. Backup und Recovery wird entsprechend den Vorgaben von euch eingerichtet und getestet. Und dann entsprechend auch überwacht und sicherstellt, dass es passiert. Paging und Upgrade. Dann, wann ihr wollt, auf das, was ihr wollt. Inklusive One-Off, inklusive Downgrades, inklusive was auch immer.
wenn ihr sagt, ich habe ein Performance-Problem, ja, dann schauen wir uns das selbstverständlich an, ja, auch wenn es ein Applikations-Performance-Problem ist. Da gibt es einen anderen Vortrag zu Universal-Applikationen. Wir helfen euch bei den Datenbank-Releases, die ihr habt. Und wenn ihr glaubt, ihr müsst ein Oracle 10 betreiben, dann betreiben wir nicht für so Oracle 10. Oder 9 oder 7 oder 8, was auch immer. Ja. Jede Tätigkeit, die ihr DBA braucht, könnt ihr entweder selber machen, solange es innerhalb der Datenbank ist, oder wir machen es für euch. Ja, das ist die freie Wahl. Wenn ich jetzt wirklich keinen DBA mehr habe, weil der in Pension geht, dann machen wir das. Inklusive Applikationsupgrades, was auch immer dazu gehört. Und zu dem Zeitpunkt, was ihr wollt, sind wir 24. Ja. Ihr ruft an, kein Service Request, Ticket, Ping Pong. Ihr ruft an, sagt in menschlicher Sprache, was euer Problem ist. Wir fragen entsprechend nach, dass wir es verstanden haben und dann lösen wir es. Ja, nicht, wir machen einen Service Request, der für den dann schreibt, ganz klar ist, für den er glückt, was? Ja, sondern es wird am Telefon diskutiert, was das Problem ist und dann wird die Lösung schnellstmöglich herbeigeführt. Ja, wie gesagt, die Hardware ist das, was ihr braucht, für Datenbank optimiert. Das heißt, CPUs mit möglichst viel Leistung bei wenig Cores, also hoher Taktfrequenz. Entsprechend großzügiges Memory. Ja. Warum? Einerseits, je mehr Memory, desto schneller die ganzen Verarbeitungen. Und auf der anderen Seite reduziere ich damit auch den IO-Bedarf. Der ist jetzt für euch wahrscheinlich wurscht, aber IO kostet auch Zeit. Hm? Aber es macht die Gesamtperformance einfach besser, auch für den Cloud-Anbieter, wenn er weniger IO auf der Storage hat. Ja, soweit möglich, Shared Storage. Ja. Wenn ihr sagt, nein, wollen wir nicht, kriegt ihr auch ein eigenes Storage. Wenn geht, wenn es Storage ist unterstützt, machen wir es auch gerne mit Snapshot-Backups. Ja, kommt auch ein Vortrag, Backup von großen Datenbanken, warum wir es machen. Ein Beispiel aus den letzten Jahren. Ja, es wird es nicht kennen, ist eine Firma aus UK, man soll es nicht glauben. Ja. Vor der Migration, ja, was gemacht, was wir wollen. Nona, minimale Downtime, das Ganze soll lizenzkonform mit SE2 sein. Auf Oracle 19, ja, Upgrade der Oracle-Version in Zug der Migration. Und der Kunde hat kein DBA mehr, der ist nämlich abhanden gekommen. Ja, Umsetzung, zwar Node Grid Infrastructure Cluster mit Single Instance Ressourcen aus Lizenzgründen. Backup ist für uns überwacht, ja, mit Snapshot-Technologie, 724 Ressourcen inklusive Backup, Betrieb, Abbetriebssystem machen wir, die Hardware drunter macht der Cloud-Anbieter. Anderes Beispiel, großer Infrastrukturanbieter, da ist sogar jemand da vom Kunden, ja, Exadata-Ablöse, war auf Exadata, war nicht zufrieden mit der Exadata. Ja. Wir haben in dem Zuge Betriebssystem auf aktuellen Stand gebracht, wo es gegangen ist, gleich Datenbank mit auf aktuellen Stand gebracht. Quasi alles umdreht, ja, von On-Premise zum Cloud-Anbieter in Anschwung. Security-Anforderungen sind entsprechend gestiegen, alles gleich mit implementiert. Und während der Migration war der DBA noch verfügbar, danach nicht mehr. Ja, das heißt, ab dem Zeitpunkt der Migration waren wir online verantwortlich. Lösung war Oracle Linux-Virtualisierung mit 4 Servern. Dahinter NetApp-Storage. Ja. Migration haben wir mit EtherGuard oder Yaman Duplicate gemacht. Performance-Verbesserung, ja, habe ich einen eigenen Vortrag schon gehalten, bei der DOAG zum Beispiel. 3 Datenbanken sind ein bisschen langsamer geworden. Knapp 80 Datenbanken sind durchschnittlich um 300% schneller geworden. Wie kommen wir dazu? Naja, die Single-Thread-Performance einer 5 Jahre alten Exadata verglichen mit einer aktuellen passenden CPU ist einfach ein Faktor 3. Das haben wir bei den Queries gesehen. Ja, da wir viel mehr Memory gehabt haben, haben wir auch weniger IO gemacht. Und bei manchen Datenbanken hat es ausgewirkt, dass wir 700-800 Mal schneller waren. Also nicht mal, sondern 700-800% oder 7-8 Mal schneller. Weil wir eben keine Oma machen müssen, wenn wir es alles aus dem Memory gefahren haben. Betrieb wieder komplett ab der Hardware, also Betriebssystem und Ding für uns. Hardware macht der Cloud-Anbieter. Ist ein Kunde, der da sitzt, ja, Übernahme der Datenbanken mit möglichst geringer Downtime, Performance-Verbesserungen, ja, Bereitstellen des Dev-Test-Environments mit Cloning, Upgrade der Server auf der aktuellen Version und der DBA ist vor dem Projekt abhanden gekommen. Und ja, danach haben sie mir wieder heute wieder, ebenfalls mit OLVM, in dem Fall Sun Storage, Migration mit Yaman Duplicate, wo es gegangen ist, war ich mit Export-Import aus Lizenzgründen.
bevor man es wagt, im Schnitt 2 bis 3 Mal schneller. Ne? Einfach durch sinnvolle CPU ausreichenden Hauptspeicher, schnellere Storage. Ja, das Skript, die Test- und F-Datenbanken werden täglich neu geklont. Fix fertig. Ja. Jeden Tag in der Früh, wenn der Entwickler kommt, hat ein neues Testsystem. Mehr oder weniger gleiche Firma, andere Niederlassung, ja. Selbe Thema, da sind wir bei der Migration gerade mittendrin. Österreichische Bank, ja. In dem Fall nur eine ausgewählte Datenbank. Ja. Machen wir schon relativ lang. Zuerst war es On-Premise-Betreuung beim Kunden, dann ist es ausgelöst worden, so ein Cloud-Provider. Kundenseiten gibt es keinen DBA, zwar sehr gute Applikationsverantwortliche, die sich ja schon selber helfen können, aber wenn es dann ins Eingemachte geht, helfen wir. Ziellandschaft war vorgegeben vom Cloud-Provider, VMware-Lösung. Wir haben Security-Änderungen machen müssen, Backup und Recovery umstellen müssen. Migration war ein bisschen mühsam, ja, aber war auch zu lösen. Und Betrieb ist wieder ab Betriebssystem unser Thema. Ja, Private Cloud-Lösungen, ja, verschiedenste unserer Kunden. Wir haben Energieversorger, Industriebanken, wo wir entweder komplett den DBA ersetzen oder Betriebsunterstützung machen, wenn der DBA nicht mehr weiterkommt, machen es wir. Kunde hat gar kein DBA mehr, ja, auch da haben einige ähnliche Klientel. Unsere Partner, wir haben 6 oder 7. Ich habe jetzt einfach 3 vorgestellt, weil wir mit denen öfter was tun, ja, oder mehr tun. Eins heißt Digimagical, ist der Christian Hase gekommen. Okay. Ich will nicht vorlesen, ja. Gibt schon länger. Macht das Ganze normalerweise VM-basierend, außer im Oracle-Umfeld, da machen wir mit Oracle VM. Lange Liste von Referenzen und einfach ein Statement. Ja. Da haben wir einfach nur ein Problem. Alle im Projekt hassen Christian. Ja, Christian Hase, Christian Pfundner, Christian Fasching. Das ist bei einer Telco dann immer spannend. Ja, Christian, kannst du das machen? Wöchner. Ne? Genau, müssen wir mit Initialen nicht auch schon reichen. Ja, ja und das hat der Christian Hase erfunden. Ja, Select from Dual, DB Magical. Ja, Zusammensetzung als DBM Magical. Also unser Name und sein Name. Ja, anderer Anbieter, TimeWarp, mit dem auch einige Projekte, die ich erzählt habe, machen. Ja, auch zertifiziert und in Wien tätig. Ja, langer Ding. Will gar nicht vorlesen. Nein, Spaß beiseite. Funktioniert, sehr gute Zusammenarbeit, ist über einen gemeinsamen Bekannten entstanden. Und wir machen inzwischen mehrere Projekte gemeinsam, eben auch zum Beispiel das Jazz UK, wo wir den Kunden da sehr, sehr viel Performance rausgeholt haben bei der Migration. Anderer von unseren Partnern ist die Canova in Salzburg. Sind auch schon relativ lange im Ding, betreiben 7 Rechenzentren, ne, sind im Outsourcing, Housing, Cloud-Service-Anbieter. Und ja, auch da gute Zusammenarbeit, funktioniert wirklich exzellent. Problemlos. Ja, wie gesagt, wir haben auch noch andere Kunden und andere Anbieter und wenn du das steht Energieversorger und Co., dürfen einfach die Namen nicht sagen. Ja. Daher, sorry, aber heutzutage ist es sehr schwer von einem Kunden, dass man darf seinen Namen erwähnen zu bekommen. Ja. Die wollen alle nicht mehr genannt werden. Ja, wie gesagt, wir haben auch in anderen Bundesländern Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und die ersten Projekte im Cloud-Bereich sind schon teilweise 5 Jahre in Betrieb. Und reden von problemlos. Wie schaut es jetzt im Vergleich mit den Kosten aus? Ja, 1:1 vergleichen geht schwer. Die Leistung ist ja nicht immer dieselbe. Ja, du kriegst das, was du brauchst und brauchst keinen eigenen DBA, dann, wenn du es willst. Das bietet der Cloud-Anbieter. Wie willst du das bewerten? Die Kosten sind in der Regel oft niedriger. Warum? Weil wir genau die Hardware seisen, die gebraucht wird. Du zahlst nicht irgendwas, was du gar nicht brauchst. Du musst nicht überdimensionieren. Wir haben keine versteckten Kosten in die ganzen Sachen drinnen. Die IOs sind inkludiert zum Beispiel. Netzwerktreff ist inkludiert. Oracle-Lizenzkosten sind in vielen Fällen niedriger. Wir haben kaum ein Projekt, wo nicht die Lizenzkosten sich halbiert oder was haben.
weil wir viel weniger CPUs und Ressourcen brauchen wie im Original. Sie sind zumindest nicht gestiegen, sagen wir mal so. Man braucht nicht mehr selber ein DBA. Man kann gern da sein, aber wir können alles machen, von User anlegen, User entsperren, alles was braucht. Ja, ihr bekommt eine lokale Betreuung in einer Sprache, die ihr versteht. Ja, Deutsch und Englisch halt. Ja, also nicht, wie ist das Englisch von Ihnen? Hat einen eigenen Ausdruck, hörst du schnell? Englisch, nein, nicht Englisch. Indlich oder irgendwas. Wurscht, egal. Also etwas, was so tut, als wäre es Englisch und halt nicht so ist. Ja, also wenn ihr vorhabt, in die Cloud zu gehen, dann solltet ihr euch das anschauen. Auch vergleichen. Könnt ihr auch Kostenrechnung anstellen, was das jetzt da kostet, was das tut kosten. Und ja. Wir können eigentlich nur sagen, es wird wahrscheinlich billiger sein.